Hallo und herzlich willkommen zu meinem Homöopathie-Podcast. Mein Name ist Marvin Zander und ich freue mich darauf, dir diese alternative Heilmethode näherbringen zu dürfen. Ich werde dir die Hintergründe und Grundlagen leicht verständlich erklären, von meinen Erfahrungen und Erkenntnissen berichten und dir ermöglichen, alle Bereiche dieser ganzheitlich wirkenden Therapie kennenzulernen. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wir sind immer noch in der Vorbereitung auf Otto Brunn und das Live-Event von der Zeitschrift Homöopathie konkret. Und heute habe ich zwei sehr spannende Leute eingeladen. Die sind vor allen Dingen auch spannend für mich, weil wir uns wieder in einem Homöopathiebereich befinden, wo ich nichts von weiß, nämlich der Tierhomöopathie. Und zwar habe ich einmal da die Birgit Gnadl. Hallo. Hallo. Und die Kirsten Händel. Ja, hallo. Schön, habt ihr beide Zeit gefunden und ein Novum in dem, dass wir zu dritt reden, das habe ich noch gar nicht gemacht bisher. Könnt ihr euch ein bisschen vorstellen, wer seid ihr und wie seid ihr zur Homöopathie gekommen vielleicht? Ja, fange ich vielleicht mal an. Also ich bin die Kirsten Händel und zur Homöopathie gekommen bin ich eigentlich über meine eigenen Tiere, wie es so oft ist. Über mein Pferd, was damals eine Atemwegsproblematik hatte und schulmedizinisch behandelt wurde, aber dann das quasi als Dauertherapie gebraucht hätte, auch mit entsprechenden Folgen. Und damit war ich nicht ganz glücklich. Also das war mir damals schon bewusst, dass ich in dieser Richtung ja eigentlich dem Organismus nichts Gutes tue. Und ich hätte mir sehr gewünscht, dass es da eine Möglichkeit gibt, wie man von diesen Dingen wieder wegkommt. Mhm. Und eine gute Freundin hat eben dann mich angesprochen, gesagt, du, probier das doch mal mit der Homöopathie. Und ich weiß jemand, der das behandelt. Und ja, und dann habe ich gesagt, ja klar, das probiere ich jetzt mal. Und tatsächlich, es hatte Erfolg. Und das Pferd wurde gesund, kam von den Medikamenten weg. Und das fand ich damals sehr, sehr spannend. Und habe mir gesagt, ich will wissen, wie das geht. Was steckt da dahinter? Wie funktioniert das? Und dann habe ich mich entschlossen, in diese Richtung zu gehen und eine Ausbildung zu machen. Ja, und bin dann Tierhomöopathin geworden, Tierheilpraktikerin. Mhm. Und intensiv damit auseinandergesetzt und auch mit der Akupunktur beschäftigt. Aber meine große Liebe liegt bei der Homöopathie. Mhm. Und habe dann auch... Ja? Ja, nein, sag. Ging so weit, dass ich dann letztlich, wie ich dann auch in dem Beruf tätig war, auch dann dieses Wissen weitergegeben habe, dann selber auch Tierheilpraktiker ausgebildet habe. Ja. Und darf ich fragen, wie lange du schon jetzt arbeitest als Tierheilpraktikerin? Seit 2007. Mhm. Schön. Genau. Da habe ich das Studium begonnen zur Homöopathie. Ah. Da habe ich angefangen zu studieren in Zug in der Schweiz. Ja. Super, dann zu dir, Birgit. Magst du dich auch ein bisschen vorstellen, bitte? Ja, ich bin die Birgit Gnadl und bin schon längere Zeit Tierheilpraktikerin, habe mich damals auch über mein eigenes Pferd eigentlich so ein bisschen von der Homöopathie anstecken lassen. Mhm. Habe mir in Ungarn einen Wallach geholt, den habe ich im Urlaub kennengelernt. Mhm. Und der war dann ein bisschen schwierig, als der zu Hause war. Und dann bin ich natürlich über so verschiedene Alternativen eben auch ganz schnell zur Homöopathie gekommen. Und mich hat das Thema einfach sehr interessiert und auch sehr gefesselt damals. Und ich war eigentlich begeistert, was man alles machen kann. Und habe dann eine Ausbildung gemacht, eben auch zum Tierheilpraktiker. Wir haben nebenbei einen landwirtschaftlichen Betrieb. Mein Mann ist Bauer und wir haben 50 Milchkühe. Und natürlich habe ich auch das relativ schnell dann bei den Kühen alles ausprobieren müssen. Wollen. Und das hat super funktioniert. Ja. Und mittlerweile mache ich keine Pferde mehr. Die lasse ich, also die eigenen Pferde natürlich schon, aber ich habe wirklich meine Praxis speziell auf das Rind ausgelegt, also Spezialisierung. Ja.
und mache sehr viel Ausbildung für Landwirte. Bin da seit 20 Jahren tätig und die Landwirte lernen das bei mir, wie man gut homöopathisch im Stall behandeln kann. Egal, ob es Biolandwirte sind oder konventionelle. Es ist ja kein Zufall, dass ihr jetzt beide im selben Raum sitzt. Das sehen ja die Zuhörer nicht, aber ich habe den Vorteil, dass ich noch so ein bisschen Bild habe. Wunderschön sehe ich im Hintergrund in die weite Landschaft und ein paar Pferde grasen. Also blöd haben wir nur einen Audio-Podcast. Ich mache aber davon mal ein Foto, wenn ich darf. Da muss ich die beiden Damen nachher noch fragen. Und dann stelle ich das ins Facebook, dann kann man da mindestens mal gucken, was für eine schöne Aussicht ich hatte. Da sind die Damen bei mir, sehen nur die Jalousie. aber es ist ja kein Zufall, dass ihr im selben Zimmer sitzt, nehme ich an. Wie seid ihr zusammengekommen? Ja, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Wir sind beide im gleichen Berufsverband, im ältesten Tierheilpraktikerverband Deutschlands. Den gibt es seit 1931. Und ich habe auch bei Fortbildungen bei der Birgit besucht und wir waren eigentlich immer in Kontakt. Und was mich ganz besonders berührt hat, das ist, dass es im Bereich der Nutztiere nochmal um etwas ganz anderes geht. Das ist nochmal eine andere Hausnummer, ob man jetzt Hund, Katze, also einfach Haustiere behandelt oder ob es wirklich darum geht, dass man Großtiere behandelt, die mit dem Menschen eng zusammenleben, aber auch wirtschaftlich eine große Bedeutung haben. Ja. Also wo wirklich auch das Einkommen einer Familie davon abhängt, wie es den Tieren geht. Ja. Also das ist nochmal eine andere Größenordnung mit einer anderen Bedeutung. Und in einem Bauernhof laufen so viele Zyklen ineinander. Das ist ja ein geschlossener Kreis. Und wenn das nicht stimmt, wenn das nicht optimal läuft, dann ist das einfach jedes Mal eine Gefährdung für den gesamten Bestand auch. Und natürlich auch für das Einkommen dieser Familie, die lebt davon. Und das finde ich einfach ein ganz spannendes Thema. Und dort geht es um die Themen der Nachhaltigkeit und auch ein großes politisches Thema eigentlich. Und da kann die Homöopathie im besonderen Maße auch zeigen, was sie kann. Ja. Und das tut sie auch. Schön. Ja. Ja. Wir haben uns ganz ein bisschen gefunden, natürlich auch über die Homöopathie. Und man ist ja immer ein bisschen auf Suche, welche Kollegen passen zueinander. Wir haben nur eine dritte Kollegin, die Angela Langinger, die heute nicht dabei ist, aber wir haben da mittlerweile so eine ganz gute Triologie für uns gefunden, die eigentlich gut ineinander greift. Und das fällt uns gerade alle ganz gut, so im Moment. Genau. Ja, wir sind eben auch so ein bisschen gerade dabei, Arzneimittellehre zu schreiben für Tiere, die schon ein bisschen länger natürlich läuft, aber da können wir ganz gut uns alle drei ergänzen. Ja. Ich habe gesehen, sowohl die Angela als auch Birgit, du hast ein Buch geschrieben, gell? Mhm. Hast du da auch mitgewirkt, Kirsten, oder sind das... Nein, ich bin jetzt in die Arzneimittellehre involviert, die als Projekt anspricht. Okay, schön. Mhm. Ja, ich werde alles auch noch verlinken für die Leute, die dann mehr wissen wollen. Werde ich die Seite von der Birgit verlinken, weil deine ist gerade offline, habe ich gesehen, genau, in der Vorbereitung. Aber es gibt einige YouTube-Videos für die Leute, die auch noch mehr dann hören wollen. Können Sie da auch noch stöbern gehen. Jetzt würde ich aber gern noch ein bisschen sprechen. Wie seid ihr denn auf einen Homöopathie-Kongress gekommen? Hat man euch gezwungen oder... Ja, also es ist so, dass wir auch Artikel schreiben. Schön. Dieser Kongress wird ja von dem Verlag organisiert. Genau. Und wir arbeiten für eine Zeitung, Fachzeitschrift Tierhomöopathie, die neu aufgelegt wurde. Und eigentlich ist das ein Kongress, der immer wieder in gewissen Abständen für den Humanbereich stattfindet. Ein ganz toller Kongress, weil so wirklich die Besten der Besten eigentlich da man live erleben kann. Und diesmal ist einfach ein Gedanke war, ob man nicht den Bereich der Tierhomöopathie mal dazu holt, eben aufgrund dieser Bedeutung auch zum Beispiel im landwirtschaftlichen Bereich und dass da einfach Effekte da sind, deutliche Effekte. Und das, ja, da geht es nicht um Placebo in dem Bereich.
da tut sich einfach was. Obwohl das ja gern behauptet wird. Ich habe ja das Pech, viel zu sehr im Twitter aktiv zu sein und wie sie alle heißen, dann auch ein bisschen diskutieren zu dürfen und dass der Kontexteffekt auch beim Tier die einzige Heilung auslöst und nicht das Homöopathie-Mittel ist bei den Skeptikern, ganz klar. Mhm. Ja, aber da wollen wir jetzt nicht länger Zeit mit verbringen. Ich höre nur Gutes davon von Homöopathie bei Tieren und weiß, dass es auch einige erfolgreiche Studien gibt inzwischen, die das auch zeigen. So, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Teil, das zu integrieren. Und eben, wie du vorhin schon angesprochen hast, auch im Thema Nachhaltigkeit wird das sicher auch in der Zukunft für weltweit kann das denn Bedeutung erlangen. Ja, ich würde euch gern bitten, ein bisschen zu erzählen, worum es in eurem Vortrag respektive bei dir, Birgit, in dem Workshop gehen wird, um den Leuten Lust zu machen, unbedingt daran teilzunehmen. Mhm. Magst du anfangen, Birgit? Ja, es ist mit Sicherheit ein ganz wichtiges Thema, alles, was Beginn des Lebens ist, also rund um die Geburt. Oh, schön. Können wir sehr viele Dinge mit Homöopathie begleiten und gerade beim Rind ist es wirklich erforderlich. Also ob jetzt das die leichteren Geburten sind oder hier noch vielleicht auch die Unterstützung bei irgendwelchen psychischen Schwierigkeiten, die auch bei Kühen auftreten können, weil in der Milchproduktion es erforderlich ist, weil es sonst so schwierig wird, eben auch die Kälber von den Müttern zu trennen. Und so Dinge kann man einfach auch sehr gut homöopathisch begleiten. Das wird sicherlich ein Thema sein. Und dann eben auch alles, was rund ums Euter und um die Milchproduktion geht, weil gerade in diesem Bereich eben auch viel und immer noch zu viel mit Antibiotika gearbeitet wird, auch prophylaktisch eingesetzt wird. Und man kann die Homöopathie wirklich hier tatsächlich interdisziplinär einsetzen. Mhm. Wir brauchen nicht eine Kombination, sondern es funktioniert auch interdisziplinär. Und ich denke eben auch für viele Kollegen, aber auch Landwirte, wird das ein interessanter Workshop, um da eben mehr zu erfahren, wie man das macht und wie man dann eben auch sehr erfolgreich sein kann damit. Schön, sehr interessant. Worüber wirst du sprechen, Kirsten? Ja, ich wollte in meinem Vortrag so ein bisschen hinleiten auf den Workshop von der Birgit. Allerdings aus einer größeren Dimension herangehen, gerade sehr konzentriert auf die Antibiose-Problematik und die Resistenzproblematik, die entsteht. Einfach mal einen Ausblick zu geben, was sich da momentan abspielt, was sich im Bereich der Bakterien tut, wie der Mensch damit umgeht und was das momentan für Folgen hat. Und dass eigentlich uns über kurz oder lang gar keine Wahl bleiben wird, andere Mittel einzusetzen, eine Alternative zu den Antibiotika zu finden. Und das ist einfach der Punkt, wo man sagt, was spielt sich in großen Bereichen in der Landwirtschaft ab, sowohl weltweit als auch lokal, zum Beispiel in Deutschland. Und welche Möglichkeiten hat man aber, damit umzugehen? Und zwar ganz dezidiert vor Ort, im eigenen Betrieb, beim eigenen Tier. Wie kann man dem begegnen? Also es sind einfach Vorgänge im Gange, dass Bakterien neue Strategien entwickelt haben, wie sie Resistenzen blitzschnell in großem Umfang austauschen und aufbauen. Es geht so rasend schnell. Und wie gesagt, wir werden auf Zeiten zusteuern. Die WHO hat es ja auch schon deutlich gemacht in mehreren Erklärungen, dass wir eigentlich auf antibiotische Zeiten zusteuern. Also wir werden bald keine Antibiotika mehr haben, die überhaupt noch greifen. Und wir werden darauf angewiesen sein, dass wir dazu Alternativen finden und dass wir schauen müssen, dass wir Betriebe führen können, ohne dass wir Antibiotika überhaupt einsetzen müssen. Und das ist einfach so, ich gebe einfach einen Ausblick auf diese Situation, die wirklich ein zunehmendes Problem ist, was auf den Nägeln brennt. Und Birgit wird quasi ausführen in ihrem Workshop, wie macht man das dann konkret? Wie sieht sowas wirklich auf einem Hof konkret dann aus? Da kann man sehr viel tun. Vielen Dank.
Habe ich auf jeden Fall jetzt gerade Lust bekommen. Ich würde euch gerne noch eine ganz persönliche Frage stellen als Menschenhomöopath, der immer wieder erstaunt ist, wie man mit Tieren arbeiten kann. Was ich inzwischen schon gelernt habe, ist, dass es ganz wichtig ist, die Rasse zu kennen. Also nicht nur sozusagen die unterschiedlichen Tiere, dass es eben einen Unterschied macht. Behandle ich jetzt eine Kuh oder eine Katze? Das hast du ja vorhin auch schon gesagt. Aber was auch entscheidend ist, ist dann die unterschiedlichen Rassen. Beispielsweise beim Hund habe ich das erfahren, dass es da ganz wichtig ist, auch zu wissen, was ist denn für so einen Hund grundsätzlich auch normal. Aber jetzt als Menschenhomöopath, das wisst ihr ja, habe ich jetzt ja einen Katalog an Fragen. Ne? Wie gehen Sie mit Geld um? Sind Sie ein religiöser Typ? Was schätzen Sie am meisten an Ihrem Partner? Ne? Und ich unterrichte das ja auch für die Studenten in der Art. Und ich habe dann wirklich, ich meine, es gibt gewisse Symptome, da verstehe ich das, das kann man übertragen. Aber wie verschreibe ich jetzt Arzneien für religiöse Typen bei Kühen? Und ich habe natürlich schon einige Antworten gehört, aber weil mich das wirklich persönlich auch unglaublich interessiert, wenn ihr vielleicht für mich eine kurze Nachhilfestunde machen könnt in 5 Minuten, 10 Minuten, dass ich mal so ein bisschen reindenken kann in das, auch für die Zuhörer, die es nicht wissen. Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Also gerade bei Kühen natürlich, wie findet man Simili? Also wie findet man das richtige Mittel für diesen Zustand? Und das ist einfach abhängig von der Beobachtung. Mhm. Das heißt, wir sprechen halt nicht so viel wie die Humanhomöopathen. Das heißt, halt dann wirklich Klappe halten und hinschauen. Und dieses Hinschauen ist aber eben auch möglich. Das funktioniert. Wir können feststellen, die Kuh liegt mehr wie sonst. Mhm. Die Kuh kaut nicht so oft wie sonst. Die Kuh hat vielleicht rote Nase. Die Kuh hat Durchfall. Wie schaut der Durchfall aus? Wir werden das riechen, wir werden das sehen. Das ist alles, was der Homöopath vielleicht eher selten zu live kriegt, sondern das muss halt dann der Patient berichten. Wir sehen das alle. Und ja, wir versuchen das eben auch dann rauszufinden. Und ja, und so wird man natürlich auch zum sehr guten Beobachter. Ja. Und das ist auch der große Vorteil für die Landwirte, die wären super Beobachter, wenn die Homöopathie einsetzen. Und durch diese Beobachtung bekommen die einfach auch wieder Gefühl für die Situation, Gefühl für die Tiere und letztendlich eben auch wieder für das große Ganze. Und das ist entscheidend. Vielen Dank. Ich habe sehr genossen, mit euch zu sprechen. Und ich habe schon mit euch im Vorgespräch gesagt, dass ich euch auf jeden Fall nicht das letzte Mal angefragt habe. Da freue ich mich drauf, mit euch dann auch noch mehr und länger ein anderes Mal zu sprechen. Für heute danke ich euch und freue mich, euch am Kongress dann selber persönlich auch die Hände schütteln zu dürfen, dass nicht nur über diese Entfernung man sieht, sondern echte Menschen kennenlernt. Das ist wichtig heutzutage, finde ich. Und wünsche euch auch viel Erfolg am Kongress und viele, viele Zuhörer. Danke. Ja, vielen Dank. Ja, danke schön.